jetzt kommt das Fett. Ganz wichtig ist, immer neue Handschuhe nehmen. Doktore. Hammer. Ja, aber wenigstens erfüllt er noch den Zweck, ne? Was er soll. Jo. In Slow-Mo. Moin Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich werde euch heute ein Video zeigen, wie ich die Tripodengelenke von den Antriebswellen an meinem Seat Exeo wechsle. Ja, dann viel Spaß beim Video. Haut da rein. Wir zeigen euch heute Seat Exeo Tripodengelenk wechseln. Hier sieht man die Manschette ist hinüber. Ich mache gleich das ganze Gelenk mit und dann sind wir auf der sicheren Seite. Also ich mache jetzt erstmal die Schellen lösen. Schellen ab. Dann die Manschette ab. Genau. Jetzt kann man das Gelenk abziehen. No, das normalerweise sollte das einfach gehen. So, da haben wir das Teil schon. Das war der Flansch. Spannen wir die wieder um. Schieben wir die Manschette zurück und machen die erstmal sauber. Ja. Das ist die schönste Arbeit. Ja, woher kennst du jetzt dann daran, dass das kaputt ist? Oder ob es kaputt ist? Laufspuren hier. Ja, hier ein paar. Lager dürfen nicht haken. Hier sieht man. Ne, doch nicht. Ich dachte, da wäre ein Riss. Weiß nichts. Aber das sieht auf jeden Fall noch sehr gut aus. Da war nur die Manschette kaputt. Jetzt haben wir hier so einen Spreizring drauf. Hier ist der Spreizring. Da muss man extra so eine Zange, die wirkt gegengerecht. Ne? Also wenn man drückt, geht sie auseinander. Nicht wie bei einer normalen Zange, dass sie dann zusammengeht. Dann spreizen wir den auf. Komm schon. Das schon. So, das ist der Ring. Der kann halt einmal verwendet werden nur, ne? Ja, der muss immer neu. Jetzt können wir das Gelenk lösen hier. Manchmal geht das sehr schwer. Da müssen wir einmal ein bisschen nachhelfen. Genau. Das war es. Jetzt nehmen wir wieder ein Handtuch, machen wieder Verzahnung schön sauber. Halbe Miete, ne? Sauber machen, sonst knirscht irgendwas. Ist wie Sand im Getriebe dann. Jetzt haben wir hier noch einen Ring. Genau. Das ist der Sicherheitsring, der quasi, damit es nicht... Sperrring. Sperrring, den müssen wir jetzt runter machen. Das geht ein bisschen suboptimal. Das ist nicht die schönste Arbeit. Ja, aber wenigstens erfüllt er noch den Zweck, ne? Was er soll. Jo, so, das war. Habt ihr gesehen, wenn er gut war, dann könnt ihr mal in Slow-Mo machen. Vielleicht seht ihr ihn ja noch. Jetzt können wir die Manschette lösen. Keine Müll. So, da sieht man auch, dass sie kaputt ist. Hier ist der Rest von der Manschette. Tot. Tot. Jetzt wieder sauber machen. Dann sieht die auch schon aus wie neu. Zähne sehen auch noch gut aus, ja. Zähne sind wie neu. Das erste, was wir jetzt machen, ist die Manschette wieder drauf. Neue Manschette. Richtig rund drauf machen natürlich. Ja, andersrum wäre ein bisschen kritisch. Ja, andersrum wäre nicht so gut. Das ist wie ein guter Kondom. Hier kommt der Sperrring und da kommt der andere Spreizring, ne? Der das quasi nach außen sichert und der nach innen. Ja, hier, dann nehmen wir jetzt den Nuss. 27er passt da sehr gut. Jetzt ist das schon mal, jetzt müssen wir nur in einer richtigen Position kriegen. Ist eingehakt. Genau. Jetzt kommt das neue Tripodengelenk. So sieht ein neues Gelenk aus. Kugeln dürfen nicht abfallen. Da flutscht doch direkt drauf. Gleich am Anschlag, perfekt. Nicht vergessen darf man den Sicherungsring. Sonst hat man keine Antriebswelle mehr. Sonst fährt man nur ein paar Meter. Prüfen, ob der auch richtig sitzt. Sitzt perfekt. So, jetzt Fett. Jetzt kommt das Fett. Das muss man am besten mit zwei Personen machen. Einer schön das Gummi weghält hier. Jetzt mal hier ein bisschen rein. Einmal schön hier rum. Und jetzt eine schöne Kackwurst oben drauf machen. Letztes Mal wie die Zahnpasta. Genau. Jetzt ziehen wir den hier schon mal wieder rüber. Jetzt kommt der neue Flansch. Da müssen wir ganz vorsichtig über die Kugeln stulpen. Damit sie auch nichts verkantet. Guck, der geht nämlich auch sehr schön drauf. Und jetzt kommt dieses schwere, das Gummi da drauf machen. So, dann kann man hier nochmal so ein bisschen hin und her rödeln, damit sich das Fett ein bisschen verteilt. Ja, die Schelle machen wir jetzt einfach rum. Da sind so eine Nase, da muss die einrasten. Genau, da muss die einrasten. Und dann? Gibt es jetzt eine schöne Zange für. Geht mal einfach hier die Zange. So sitze. Den Rest schneiden wir ab. Das ist doch schon älter als du. Jetzt hauen wir das ein bisschen ran, damit es nicht so gegenkommt. Und die untere noch, ne?
da reinschiebst und dann hast du den Nippel oben zum Ziehen. Was stramm ist er jetzt, ne? So runterschieben? Ich glaube, das war's schon. Oh, ist fest. Ja, weiter gehen, ne? Ja, genau. So, fest. Also. Und schon haben wir das Gelenk getauscht. Jetzt kommen wir wieder zum Einbau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, abonniert die Glocke und schreibt doch mal was in die Kommentare, damit das ein bisschen im Algorithmus von YouTube hoch nach oben geht. Okay, dann haut da rein. Mhm.